Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Tagebuch. Ich bin's, euer Lisa, und wir gucken uns heute die restlichen Innenverkleidungsteile an. Und zwar habe ich die mal beide hier hingelegt. Es sind nur noch zwei Stück, aber zwei riesengroße. Und zwar das innere Frontschild. Die Klappe habe ich schon rausgemacht. Die habe ich hier. Da war das blöde Silikonsgestrüpp, was das Emblem festgehalten hat. Das war echt, war es eine Arbeit, dieses Silikon abzukriegen. Habe ich nur mit starkem Schleifpapier abgekriegt. Auf jeden Fall wird das auch noch bearbeitet. Ist klar. Dann haben wir hier nochmal das Modell innen drinne. Und ja, den Innenraum werde ich wohl lassen. Ich habe mir überlegt, vielleicht so mit Teppich auskleiden. So, keine Ahnung warum, aber sieht vielleicht cool aus. Ne? Mal gucken. Auf jeden Fall muss das gemacht werden. Hier oben sieht man ganz klar. Ne? Auf jeden Fall überall beschädigt. Auch hier. Alles Schrott. Jo. Und jetzt haben wir das Problem hier. Oh, oh. Alarmstufe Rot. Mein Modell. Jo. Und wie ist das befestigt? Richtig. Ganz umständlich mit Nieten. Ne? Weil jeder ja auch so eine Nietenzange zu Hause rumliegen hat. Ne? Man könnte sie jetzt auch abkleben. Ne? Aber das ist frisch am Bau. Ne? Das wäre so, als wenn ich, weiß ich nicht, anstatt Ziegelsteine Styroporsteine nehme. Ne? Geht ja auch nicht. So, auf jeden Fall muss das ab. Rückseite haben wir hier. Nieten sind hier durch. Sehen auch nicht mehr allzu gut aus. Mal rangehen hier. Sieht ziemlich billig drauf aus. So. Ja, die müssen auf jeden Fall ab. Und ich bin Handwerker aus Leidenschaft. Darum habe ich auch eine Nietenzange. Was ein Wunder. Ne, die habe ich wirklich schon länger. Weil ich damals bei meiner NSL, als ich den Unfall hatte, waren die ganzen Plastikteile gebrochen. Dann habe ich das alles genietet. Mit den dicken hier. Dann habe ich ja mehrere. Ups, ist schon rausgefallen. Hier so eine fette Niete. So, und dann haben wir hier ganz kleine, feine. Dann haben wir die mittleren. Und dann haben wir die, ja, ich sag jetzt mal durchschnittlichen. Und die passen in dem Sinne ja auch. Von der Größe her. Habe ich schon geguckt. Sind genau die gleichen. Und dann niete ich das mal neu. Mit der Nietenmaschine. Und ich sag euch ganz ehrlich, Leute, da steht GS drauf. TÜV geprüft. Das ist ein Stück Metall. Was soll da geprüft werden? Also echt, so ein Schwachsinn. Kann man sich nicht das Auge mit ausstechen. Ups. Das geht nicht. Okay. Dann machen wir das Schimmer ab. Und ja. Also hier habe ich noch das Beinschild. Gucken wir uns das auch nochmal vor an. Schadensanalyse. Boah, sieht echt scheiße aus. Den Haken hier oben habe ich rausgemacht. Schaut Käse aus. So. Das heißt, wir haben uns die Sachen angeguckt. Sehen echt kacke aus. Und ich mache jetzt hier Pinsel-Minsel. Ah ne, erstmal schleifen. Oh ne. Erstmal schleifen und dann Pinsel-Minsel. Und dann sehen wir uns dann später wieder. So, da sind wir wieder. Und die Teile sind fertig gestrichen. Sehen richtig gut aus. Gut, hier so Sachen wie das hier. Das ist, ja, da hat das Plastik eine Schramme erlitten. Und deswegen, das kriegt man nicht weg. Ich habe das Logo wieder rauf gemacht. Sieht schön bündig diesmal aus und nicht so raufgefuscht, wie der andere Typ das gemacht hat. Ja, Klappe geht auch auf. Hier drinnen werde ich nichts machen, habe ich mir überlegt. Auch kein Teppich oder so, das ist Blödsinn, weil das ist einfach ein Handschuhfach. Ja, alles schön bündig gestrichen, sieht schön aus. Da unten war ja die Nummer, das Schild. Das, was ich hier in der Hand habe, das muss ich jetzt gleich erstmal wieder rannuten. Rannuten, ja, genau, rannuten. So, und dann habe ich hier den Träger schon mal hochgeholt und habe den schon zusammengebaut. Bremsanlage wieder dran, die neue Bremse. Und ja, sieht ganz schick aus, aber was fällt uns auf? Richtig, was ist das für ein hässliches Teil? Ja, leider musste ich den Stoßdämpfer mit der Hülle bestücken, weil sonst die Feder, die ich eigentlich freilassen wollte, die rutscht sonst hier oben über den Halter rüber und dann guckt die ungefähr so weit, wie die Plastikhülle ist, rüber. Und das ist mir zu gefährlich. Nicht, dass sie abschnellt oder abspringt oder whatever. Deswegen muss ich leider dieses hässliche Grau dran machen. Aber ich finde, das macht trotzdem noch einen guten Eindruck. Ja, die Gabel ist auch schon fertig. Ich habe oben den Ring poliert fürs Lager.
Da war nämlich Farbe drauf. Ja, die Teile sind alle fertig jetzt. Jetzt geht es langsam schon ans Zusammenbauen. Ich habe auch schon an dem Bremsschlauch liegen. Und ich werde jetzt das Ding daran nieten und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, da sind wir wieder. Rangenietet. Sieht aus wie neu und nicht gefuscht. Naja, wie gesagt, der vorige Besitzer hat das einfach nur dran gelassen, abgeklebt. Ich habe das jetzt schön neu genietet. Und mal die Rückseite zeigen. Da sieht man die schönen Nieten. Ich überprüfe die jetzt gleich nochmal, ob die gut sind. Ja, aber sieht top aus. Schild ist dran, sieht schnieke aus. Und ja, da können wir uns auch nochmal angucken, welches Modell habe ich denn. 1995, 270 Kilo Gesamtgewicht, Original Piaggio. Jo, Italien. Gut, das war's. Hier ist mein Schreibtisch. Wow. Ja, das war's. Ich bin durch mit dem Ding hier. Das wird jetzt alles vorbereitet, zusammengemacht. Ich habe hier auch noch den Reifen liegen. Der kommt jetzt auch gleich noch dran. Und dann ist das Projekt bald fertig. Ich werde natürlich noch den Auspuff und alles machen. Und es gibt auf jeden Fall noch einiges aufzunehmen. Aber dieser Part ist jetzt erstmal um. Und wir sehen uns eventuell schon beim Einbau oder beim Auspuff. Mal gucken, was ich mache. Ich bin's, euer Laser. Bis zum nächsten Part.